So Leute, grüße euch und willkommen zu einem weiteren neuen Spiel auf meinem Kanal. Ich sag mal so, dieses Spiel habe ich eigentlich schon längst, aber jetzt fange ich das mal an zu Let's Playen, und zwar den PC Binding Simulator. Kurz was zum PC Binding Simulator, es wird bald PC Binding Simulator 2 geben, schon in Arbeit, wie ich gesehen habe, und ja, bin ich mal gespannt. Aber jetzt spielen wir jetzt mal das, wir machen ein neues Spiel, wir fangen eine Karriere an. Das neue Spiel überschreibt den Freund automatisch, ja, soll mal überschreiben, passt schon. So, man kann verschiedene Sachen noch freischalten, ne? Ja, wir starten mal im ganz normalen Büro, in diesem Büro hier und annehmen. So, wollen wir mal loslegen. So. Setze dich zunächst an deinem PC durch die Tür und öffne die E-Mail-Anwendung. Du hast Post. Alles klar. Da. Zack. So, E-Mail. Ja. Ach so, jetzt. Hallo, vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Entschuldige bitte, dass es nicht in einem besseren Zustand ist. Warte mal, wir sind keine Musik da im Moment. Hier Einstellungen. Oh. Ein bisschen Musik kann ja ruhig sein. Habe ich gar nicht gewusst, dass ich die Musik ausgedreht habe. Ha. So, also jetzt nochmal. Hallo, vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Entschuldige bitte, dass es nicht in einem besseren Zustand ist. Ein paar Hinweise, das Unternehmen läuft nicht allzu gut und es gibt kein Geld auf der hohen Kante. Oh, macht nichts. Miete und Strom werden monatlich abberechnet. Achte darauf, dass du beide bezahlen kannst. Ich hatte noch einen letzten Hit. Ich hatte noch einen letzten Auftrag, der beim der Miete helfen sollte. Sieh die E-Mail unten. Vergiss beim Prozessoranbau nicht die Wärme erfasst. Das habe ich ständig verstanden. Und ich kann zur Bitte machen. Ja, das ist nicht dazu. Klar werde ich das nicht vergessen. Deswegen warte ich auch noch hier. Für meinen, ne? Auf die Wärme etwas, bevor ich ihn einbaue. Ja. So. Dann geh auf ihn. Hallo Tim, ich hoffe, du kannst mir helfen. Mein Computer läuft langsamer als üblich und ich denke, ich habe vielleicht etwas angeklickt, dass ich dich hätte anklicken sollen. Vielleicht habe ich ein Virus. Aha. Gut, machen wir mal zum PC. Da haben wir ihn ja schon. Boah. So, nehmen. Na, nehmen. Ah ne, mit rechter Maustaste, genau. So, reingehen. Dann stellen wir den mal ab. So. Bei diesem Auftrag musst du einen Virenscan durchführen. Drücke 3 oder betätige die Kabel. Schaltfläche und schließe Monitor-Tastatur und Kabel an. Ja. Das da. Einmal so drehen, genau. Und das daran anschließen. Dann das nehmen. Das da anschließen. An die Virus-Check euch mal, ne? Genau, das heißt. Genau. Und zwar brauchen wir. Ah, genau, das brauchen wir. So. So, PC anmachen. Hier, zack. Jetzt an den Monitor dran. Ja, ja. So, los geht's. Ah, ich hab die Tastatur nicht angeschlossen. Upsa, scheiße. Aha, das hätte ich vergessen. Ich habe auch den Kabel gar nicht gesehen. So, hier ist Kabel. Okay, ja, hier anschließen, zack. So, jetzt aber. So, anmachen, zack und dran. So. Aber ja, ganz. Ja, P einschalten, habe ich doch schon angemacht, Mann. So, jawohl. So. Programme hinzufügen und entfernen. Programme. Was? Ach! Ich habe den USB-Stick nicht angeschlossen, den Schädel. Oh, schon wieder vergessen. Was war. Oh. So, installieren. USB-Stick. Genau, was ich hier hinten noch anschließe, nicht Trottel. Yes, oh. Jetzt wissen wir, was da sein. Aha. So, Virenscanner. Wird installiert. So, ach ja, genau. Und halt, leuchtet ab. Jo, Mikrofon ein bisschen näher. Genau, so, so. Ja, von mir aus neu starten. Ja, jetzt wird der Computer eben neu gestartet, dann machen wir einen Scan und mal gucken, was da ist. Ich hätte jetzt unser erster Auftrag. So. So, wird wieder hochgefahren. Ja. So, Virenscanner starten. Und scannen. Boah, so viele. Boah, 538. Lady. So, runterfahren. Ne, ausschalten und ja, sorgfältig sein, so, zack, die Kabel jetzt wieder alle, Kabel wieder alle, okay, entfernen, so, entfernen, so, zack, so durchhalten oder wofür, ne,
Das war schon. So, zack. Schreiben wir mal direkt hier ab. Na? So, zack. Ich muss nur noch deine Lohn einstellen. Ja, ja. Naja, jetzt müssen wir erstmal gehen. Ja. Und dann Tag beenden. So. Zur Arbeit. So, wieder an den PC gehen. Hier dran. So. Zack. Kassieren. Zack. So, haben wir schon neue Mails bekommen. PC lädt Betriebssystem, Viren beseitigen. Aha, haben wir erledigt, genau. Haben wir nur 100 Euro dafür bekommen? Die ist schlecht eigentlich. Wie dieses kleine bisschen Arbeit? Also Wahnsinn. So. Hallo, ich habe vorhin am PC an einem PC geschaut und vergessen, welches Netzteil für die Unterstützung des 3080 notwendig ist, wenn ich die nicht gerade eingebaut habe. Sowas könnte nur von jemandem kommen, der meine neue App Cloud Notes nicht verwendet. Vergisst du auch häufiger mal was? Suchst du nach Möglichkeit bei der Arbeit schnell mal was zu notieren? Dann solltest du Cloud Notes ausprobieren. Das ist eine tolle App, in der du Notizen zum Wochen PCs schreiben und jederzeit wieder aufrufen kannst. Wenn du die brauchst, das ist ganz schön. Diese App ist eine von denen, die du unbedingt haben solltest. Bereits zum Installieren, ich hoffe, dir hilft. Danke, dein Onkel Tim. Ich habe dir gleich nochmal zurück auf den Prototyp gegeben. Aha. Ich habe im Internet einen Tipp über den Geschäftsbetrieb. Hier. Was haben wir hier? Ah ja, das haben wir schon gemacht. Was jetzt noch? Nichts oder was? Hä? Ja, was ist denn jetzt? Ich hoffe, du kannst dir helfen. Mein Computer läuft langsam als üblich. Dann hänge ich auch was angeschrieben, das hätte ich nicht mal. Ja, war. Noch so ein Virus-Dings oder was? Ne, wo ist er denn? Sehe ich nichts von. Hä? Programme. Ah, Cloud Notes, genau. Ah, das soll ich auch installieren, genau. Ja, starte neu. Guck mal, ich habe den PC, habe ich aber quasi Windows 11 drauf. Haha, ich lach mich kaputt. So, aber es sieht auch unbedingt aus. Oh, Hintergrund ist Windows 11. Ich lach mich kaputt. So, jetzt E-Mails. Ja, habe ich doch jetzt gemacht, Holz. Was willst du noch von mir? Verwerfen, 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 verwerfen. Und jetzt? Und was jetzt? Komisch. Verstehe ich nicht. Programme. Cloud Notes. Ah, nicht installieren. Nein, Quatsch. Hier haben wir es doch jetzt. Oh, perfekt. Cool. Aber was jetzt? Ja, was jetzt? Hä? Ach, da. Genau, jetzt wieder Tag beenden wohl einfach, wa? Jawohl. Was? Aha. Jetzt geht's wieder am Computer. So. Ah, wir haben wieder Mails. Ah, wir haben wieder Aufträge gekriegt. Also. Hello@shermandental.com. Hallo, könnten Sie mir bitte mal einen Blick auf meinen PC werfen? Der läuft wieder so gut wie damals, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich ihn auch nicht genug gepflegt. Sieht ja ein bisschen verstaubt aus. Könnten Sie ihn vielleicht mit genau davon verpassen? Falls ja, würde ich ihn heute Abend bei der Mitte. Ja, von mir aus machen wir mal. Wir können den PCs treffen am nächsten Tag ein. Deshalb machst du jetzt an der Wäsche. Ja, alles klar. Aber noch nicht. Was haben wir hier? Ich brauche mehr Platz für die Sicherung meiner Dateien. Könnt ihr eine 500 GB feststellen? Ja, machen wir. So, wir aber noch 5 GB haben, also machen wir noch so. Meine Grafikkarte ist abgeraucht und ich brauche das. Welche Modell? Also das eine Nvidia GTX 970, vielleicht einer dieser Schienexemplare. Alles klar, kein Problem. So, hallo, ich wollte mich für eine Reparatur des PCs bedanken. Jetzt fährt der Stelle hoch, also ja, ich hatte nicht gewusst, dass der Onkel nicht mehr da ist. Aha. Ja, gerne, wäre schön. So. Okay. Dann mal wieder Feierabend machen. Das gibt's doch gerade voller Quatsch irgendwie. Immer Feierabend machen, ey. Naja. Gut. Jetzt sind mal ganz viele PCs, aber mal gucken, was ich zuerst nehme. Ja, aber hier steht der Kunden-PC, dem die. Ich weiß, wie das alles geht, Mensch. Da sind sie ja. Schauen wir mal. Welcher ist welcher? PC für die PC, Grafikkarte ersetzen. Ja, machen wir mal erstmal den. So, zack, 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 zack. Hier hinstellen, zack. So, Grafikkarte ersetzen. Machen wir erstmal, zack. Jetzt erstmal entfernen. So, Schrauben rausziehen. Zack.
Zack. So. Ah ja, jetzt muss ich wahrscheinlich noch diese. Ja, ich muss die Deckung noch entfernen, genau. Zack. 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 So, jetzt muss ich die Grafikkarte entfernen. So, jetzt gehe ich jetzt installieren. Shop. Ah ne, erstmal muss ich in den Shop gehen. Ich habe ja nicht, dass ich hier die Grafikkarte habe, ne? Nein, habe ich nicht, habe ich noch die, die ich eingesammelt habe. Aber die kann ich ja verkaufen. Bingo. So, jetzt. Oh na, an den PC gehen. So, Shop. Wollen wir mal schauen. Grafikkarte. Ja, da geht GTX 916. Bitte, Alter, ich. MyFast Gaming. 960 Gaming. Irgendwas mit. Sheen, GeForce, das hat er gedacht. Genau, 900. Nein, gut, nehme ich die. Müssen wir nicht gleich so viel ausgeben. Zack. Okay, haben wir schon mal. Die müssen wir ja jetzt haben, denke ich mal. So. Wieder an den Computer gehen. Zack. Installieren. Grafikkarte. Was? Habe ich gekauft oder was? Ach nö, jetzt, oder? Okay, was ist noch gemacht werden? Ich sehe das Betriebssystem. Sheen. GeForce GTX 90 Gamer oder besser installieren. Habe ich gekauft. Oh nein. Das kann ja nicht sein, oder? Ihr sagt nicht, ich muss das für Feiern machen oder was, um das zu kriegen. Verstehe ich das jetzt richtig? Oder habe ich das gar nicht gekauft? Ach. Doch, Warenkorb, ich habe das gekauft, ja. Jetzt habe ich das gekauft, ach so. Ich hätte das gar nicht gekauft, Mensch. So, jetzt nochmal dran. Zack, installieren. Grafikkarte. Habe ich doch gemacht. Habe ich doch gerade gemacht, was soll denn das? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oder muss ich... Ja, muss ich wahrscheinlich... Oh, Mann. Doch erst den Tag beenden, ey. Das soll ja wohl ein Witz sein. Ah ja, stimmt, da steht es ja auch. Zustellung. Ich werde bekloppt. Da ist die Grafikkarte. Ha, ha, ha. Ne, Quatsch, hier, sondern hier. Jo. So, jetzt habe ich sie. So, PC. Grafikkarte. Einbauen. So. Jetzt wieder die Blende installieren. PC-Teile. Einfach die Blende wieder anbauen. Hä? Was ist denn? Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hä? Scheiße. Hä? Wie das? Hä? Gibt's doch nicht. Nein, nein, nein. Ach so. Das war nur umgeklappt, aber nicht abgenommen. Ach so. So, zack. Aber wo habe ich denn dann diese Schiene abgebaut? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ne, hier nicht. So. Wir mal, wir zählen, wie kriegt die, was heißt das genau? Nicht oder was? Wenn wir mal alles anschließen, Kabel. So, zack. Zack. Zack, 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 zack und zack, zack und zack. Zack, muss ich auch anschließen. So, anmachen, Monitor. Mal gucken, was da los ist. Ja, hochgefahren, ne? Los doch. Läuft doch alles, perfekt. Jetzt lassen wir mal am Benchmark. So. Ach, da, da. Installieren. So. Muss ich dafür wieder neu starten? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich dafür... Oh ja, okay, dann starten wir mal neu.
gehen wir jetzt mal einen Benchmark durch. Okay, Frames geht immer höher, das ist schon mal gut. 40 Frames, aha. 50 Frames, jawohl. 60 Frames, jawohl. 70, oha. Jawohl. Aber es läuft ziemlich stock, muss ich sagen. 100, oho, 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 wunderbar, nicht schlecht. Ah, das ist schon besser. Das läuft schon besser. Ah, das ist die FPS, das ist Frames, ach so. Minus 202 habe ich? Oha. Ach du liebe Zeit, mit dem Minus. Wird doch nicht wahr sein, ey. Also so gut ist die Grafikkarte da jetzt nicht, die da ich da eingebaut habe, aber das wollte er ja haben, so. Wollte er ja so haben. Okay, das ist auch okay. 5,91 FPS nur? Was? 51 FPS? Oha. Naja. Aber na gut, was soll's. Dann ist es halt so. So, ausschalten. So, die Kabel alle wieder entfernen, genau. Zack. 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 So, hier hinstellen, zack, was haben wir jetzt hier, PC da, PC, ja genau, mitnehmen, bessere Festplatte also. Ja, scheiße. Kann man ja mal die Infos irgendwie nachgucken, ah da, genau. Mortoni ESC, Stoffe von der, okay, alles klar. Job. So. Festplatten, Mochtoni ist das Tor 500 wieder haben, ne? Da haben wir sie schon, die wieder haben, okay. Warenkorb, zack, zack, so. Und was war noch bei dem PC nicht in Ordnung? Was hat er noch gehabt? Also, okay, alles klar. Würde ich sagen, Feierabend. Wieder Tag beenden. Da, kommt schon die Zustellung, perfekt. Da sind schon die Pakete, jawohl. Yep. So. So, aufmachen. So, wo steckt denn die Festplatte hier überhaupt? Och nö, ich wieder von der anderen Seite, oder? Ja. Okay, dann machen wir folgendes. Installieren. Dann machen wir hier den Deckel wieder dran, damit wir die andere Seite abschrauben, nicht, weil da wo die Festplatte ist. So, 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 zack, also die Seite, ja genau, die Seite muss entfernt werden. Zack. Zack. So, ja, da sitzt sie auch, da haben wir sie ja. Über Kabel abmachen, zack, den Kabel auch abmachen, zack. Das weg. So. Hier kann ich die Festplatte rausziehen. Zack. Dann installieren. Festplatte. Da. Nein, nein, nein. Einbauen, nicht verkaufen. Zack. Zack. Kabel. Zack. Was ist das? Achso, nichts. Okay, alles klar. Was? Moment. Achso, das sind nicht die Kabel. Ja, ja, noch nicht. Erstmal den Deckel hier dran machen.
Ja, zack. Zack. Das war schon. Okay, so, jetzt umdrehen. So, jetzt. Kabel anschließen. Anschließen. Und anschließen. So, zack. Oh, da brauchen wir noch zack und zack. Mal gucken, ob es läuft. Hätten wir schon nicht, nein, fertig. Kein OS gefunden? Oha! Ach ja, scheiße, das stimmt ja. Also nochmal umdrehen. Ah, Mann, ey. Tools und Software, zack. Zack, so. Jetzt nochmal anmachen. Hier oben. Zack, so, jetzt aber. Okay, einschalten. Ich hab hier auf die Power-Taste gedrückt. Jetzt ist installiert. Jetzt wird Betriebssystem installiert, alles klar. Alles klar, aha. Aber jetzt haben wir ein Problem, weil die alte Festplatte könnte ich die wenige doch auch wieder einbauen, oder? Das ist nämlich noch eine Schublade. Gut, neu. Aber wir sagen, die alte Festplatte. Also ich habe die alte Festplatte, machen wir das auch jetzt so, Leute. Die bauen wir jetzt auch noch eine alte Festplatte. Die können ja nicht einfach seine alte Festplatte behalten. So, da ist nämlich noch ein Schleichplatz. Genau der hier. So, installieren. Festplatte und die da rein. So. Dann ist nämlich auch die Festplatte angeschlossen, dann hat er nämlich seine Daten noch. Und dann will ich da jetzt seine Daten, also dann tun wir die auch noch anschließen. No, hey. Zack, so. Perfekt. Hä, was denn jetzt noch? Hä? Oh nein! Jetzt ich. Ich vergesse die Weste noch einzuführen. Yes! Yes! Da kann ich natürlich die Wand endlich nicht einlassen. So, jetzt habe ich die andere Festplatte auch noch eingesetzt. So, bis sie da. Hä? Habe ich doch gerade getestet, was soll denn das? Hä? Nochmal, zack. Ja, läuft doch. Passt doch, alles perfekt. So, zack, ausschalten. Weil ich kann ja nicht. So, jetzt. Ich kann ja nicht einfach seine Sachen behalten. Nein, entfernen natürlich. So, zack, weg, 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 weg. Und weg. So, zack. Raus da. Und eine Klautertaste. Und ab geht's. In den Flur. Und zack. Da hinstellen. Jetzt das hier. Was ist denn da? Warte. Staubreinigung. Ach ja, genau. Der so genauso dreckig ist. Okay, erstes Mal würde ich sagen, reinigen wir ihn. So, zack. So. So. Gehäuse? Erstmal was? Was ist das denn für Schwachsinn, ey? Und dann kann ich es reinigen? Das ist so ein Schwachsinn, ey. So, das ist immer da. So. Aha, okay, sehr schön. So, schön sauber, jawohl. Geht auch alles schön sauber machen. Und das kann alles raus, okay. Das sind wir schon mal, perfekt. Decke wieder dran machen. PC-Teile, zack, dran schrauben. So. Diese Elefante-Seite dran. Zack.
So. Das Kabel. Alter, Kabel an, warte. Wie sieht das so aus? Scheiße, gut. Zack. Zack. Grafikkarte, zack. Und Strom. Zack. So. Anschalten. Zack. Oh nein, oh nein. Aber warte. Ich habe was vergessen. Moment. Installieren. Tools und Software. Zack. Zack. So. Jetzt nochmal. Virenscanner. Aber ist es halt so. So. Kann ich da durchführen. Oh. Oh, nicht hier. Der hat nicht so viel gehabt. Selber, das geht. Schon besser gewesen. So. Ausschalten. Zack. Die Kabel sind alle wieder raus. Zack. Zack, 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 zack und zack. So, nehmen und ab im Flur damit. Yeah! So, jetzt den Tag komplett beenden. Zur Arbeit. Hä? Hä? Passieren. 100, kassieren 33 und kassieren 500, ja, yeah. So, verworfen, verwerfen, verwerfen, okay, ich brauche auch keinen Beziehungskredit, will ich gar nicht überziehen. Wir haben unser Testament gerade zum vorigen Teil erweitert, Zotec GeForce GTX 1050, oha, jawoll. Wir haben unser Dement gerade zu folgenden Teilen erweitert. Arctic Freezer, okay, keine Ahnung, was das ist. Das Team. So, Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Du hast folgendes freigeschaltet. Auf 16 generell Intel-Core. 2060 GHz RAM, Atom-Anschlusswerkzeug. Für die Kommando sind gegenwärtig nicht im Shop verfügbar. Corsair, okay, Intel, oh, Intel-Core, oh. Okay. Ja, wunderbar. Ja, Leute, würde ich sagen, wir haben schon mal ein bisschen was geschafft jetzt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der erste Part von PC Building Simulator. Und ja, weiter geht's im nächsten Part. Und ja, ich glaube, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder hier den Tag bei mir neue Mails bekommen, mit neuen Aufträgen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, gebt Daumen hoch, irgendwelche Kommentare. Und bis demnächst. Ciao.